Und damit willkommen zurück zu Miitopia! Verflixt, wir haben den Feind passieren lassen. So ein Monster hat die Welt aber auch noch nie zuvor gesehen. Wow, warum hat Sans Angst? Oh nein, es tut mir so leid. Okay, was ist denn los? Was geht hier vor sich? Hilfe! Hey! Lass den König in Ruhe! Bosskampf. Oder nicht? Ein Nervgeist. Alles klar. Zack. Bam. Er lebt immer noch. Oh 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 oh. Nein, 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 nein. Danny, bitte auch nicht böse sein. Falls ihr das Ende letzte Folge gesehen habt, reißt dich zusammen. Neue Technik. Ohrfeige. Was? Autschi! Danke für die Ohrfeige, Maike. What? Oh, nice, Ferdinand. Bam! 45, Alter! Bam! 37 und doch mal die Heilung hier! Ey, geil, einfach geil. Aua! Kill ihn endlich! Mensch, Leute, jetzt killt ihn! Ha! Bam! Er lebt einfach immer noch. Oh, danke, Freddy. Dun-dun-dun. Und die Nähe wächst. Nun sind wir irgendwie Freunde, Freddy. Und können uns was geben. Ja, gut, er, mir. Mir bringt halt nichts. Nö, juckt nicht. Alter, wieso macht er so viel Damage auf mich? Warum lebt er noch? Das kann doch kein normaler Gegner sein. Das muss ein Boss sein. Aber die Musik ändert sich nicht. Pass auf, Danny. Gut. Energisch. Du schaffst das, Maike. Yeah! Gegen mich kommst du nicht an! Oh, danke, Freddy, dass du mich heilst. Wie ein richtiger Healer. Schön. Jetzt geht er doch die Fresse! Boom! Und BAM! Endlich. Mensch, war der stark. Bonuserfahrung! Hier, Danny, nimm du die. Teufelszeitchen, Schenkchen. Der dunkle Fürst ist hier! Im Gemächt der Prinzessin! Bitte helf mir, ich flehe dich an! Okay, Max, werde ich. Ich habe eine schwere Aufgabe. Achso, das ist immer noch der gleiche Text. Ja. Ich helfe dir, Prinzessin! Nur noch eine große Nase bleibt übrig. Du liebe Güte, was waren das für Wesen? Das ist zu viel für mich. Mami, ich habe Angst, hilf mir. Der dunkle Fürst, komm mal, der hat meine Liebste entstellt. Er ist in Richtung Nachtmachturm aufgebrochen. Was? Oh lol, das da unten ist doch ein Ort. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn das da unten? Da scheint sich wohl der Endboss aufzuhalten. Ich habe Angst. Aber trotzdem, ich muss den Schuft verfolgen. Wart hier auf mich, Prinzessin Luigi. Ich soll die Prinzessin retten! Keine Sorge, Luigi. Wir retten dein wunderschönes Gesicht mit Bärtchen. Ist okay? Die Prinzessin, bitte hilf ihr! Waluigi könnte wohl auch Unterstützung gebrauchen. Okay, bei Waluigi hat das gesehen, aber bei anderen nicht. Naja. Zumindest haben wir euch hier ein bisschen gerettet. So, aber wie gesagt, ich möchte ja hier ein bisschen erstmal wieder leveln. Papyrus, du bist doch gerade hier oben gewesen. Okay. Ja,
Also ich werde erstmal das hier machen. Das hier. Ich weiß nicht, ob es in der Höhle noch irgendwas gibt. Nein. Gibt es nicht. Ich zeige euch nur schon mal, was ich machen werde und dann schneide ich es raus. So, das halt. Dann werde ich das hier noch machen. Das hier und das hier. Und vielleicht mache ich auch noch die 4 Level hier. Aber da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Weil ich glaube, da geht's weiter. Mal schauen. Level up. Was geht denn hier ab? Mike hört Ferdinand aufmerksam zu. Mhm, so, so. Was? Oho. Was, echt jetzt? Oh nein. Mike hat sie nicht mehr alle. Was? Level up. Was? Level up. Nice. Wir brauchen mehr Disziplin. Wie das aussieht. Und Level up. Oh, Rächen ist was Neues. Wenn ein Freund fällt, brenne zornig und räche ihn mit mächtigem Hieb. Oder ist irgendwas im Gras? Was mag das sein? Es ist eine kleine Miezekatze. Miez, Miez, Miez. Oh, wie süß. Hä? Boah, eine Falle. Das ist mir noch nie passiert. Lol. Und Level up! Zeit fürs Streicheln! So, fertig! Ferdinand ist zufrieden. Oh. Aber leider kein Level up. Erste Nettaktion! Verschonen! Warte, was? Das arme Ding. Der bedankt sich und ging. Ey, ihr glaubt mir gar nicht, wie groß dieses Gebiet hier ist, ne? Mäuse-Snacks. 2. La, gut bekannte Level 6 mit dem Pferd. La. Level up mit dem Pferd. Schnauben. Kleiner Schnauber, großer Effekt. Fügt sämtlichen Gegnern Schaden zu. Aha. Ich find's lustig, wie das Pferd so rumtanzt. So, wie gesehen, wie gesehen, ob es einiges passiert. Ganz viele, ganz viele Level-Ups. Mit dem Pferd einfach schon Level 7. Ich glaube, das reicht aber damals auch mal hier. Können wir jemand anderes mit dem Pferd leveln? Am besten jemand wie Freddy, der noch gar nicht gelevelt hat mit dem Pferd. Und ja, ich verstehe mich tatsächlich sehr gut mit Freddy. Okay, ich habe gar nicht wirklich auf die Level geachtet. Ich habe nur gesehen, irgendwer hat Level-Up, blablabla und so. Ja, gehe ich nochmal mit Danny hier in dem Zimmer. Und mit Maike. Und mit Maike. Ja. So, will jemand was haben? Du willst was haben. Das Orakel, die Orakelpfanne. Komm, diesmal holst du dir aber wirklich. Ja, geht doch. Ich habe jetzt nicht so viele Level gemacht, aber das eine Level war auch richtig groß und lang. Nicht falsch verstehen. Eine Portion dieser Pilze reicht, um den Intag zu versüßen. Ja, ist es so? Ist es so, Danny? Ja, anscheinend. Der beste Schinken, den man sich als Kobold wünschen kann. Aha. Nicht so? Sicher? Doch! Krass. Hier kriegst du. Nom. Aha. Dann kriege ich das nochmal. Ich habe nämlich gar keinen Angriff. Ich brauche dringend ein bisschen mehr Angriff hier. Gebt mal her hier. Nom. Den kann dann. MP. Nimm du. Mike braucht eigentlich keine MP von da. Bratpilze. Habt ihr auch schon alle probiert? Das aber noch nicht. Teufelszörtchen. Mochte sie. Schön. Okay, sind alle satt. Gut. Dann würde ich doch sagen, machen wir uns auf zum
ja, ich sag mal, zu diesem Berg, zu diesem Schloss. Du hast 5 verschiedene Bratpfannen, die bevorzugte Waffe der Köche gesammelt. Krass. Ja, ist ein bisschen passiert, wie ihr vorhin gesehen habt. Ich bin doch erst hier. Ich weiß nicht, ob... Dieses Level hier war richtig lang, deshalb wollte ich jetzt einfach schon aufhören. Und ich glaube, dieses auch. Ich weiß gar nicht, welches von beiden war. Eins von beiden war auf jeden Fall richtig lang. Gab so viele Wege. Ich meine, es war dieses hier. Ja, werde ich einfach in der nächsten Aufnahme die drei hier noch machen, die ihr, wie ihr seht. Denn ich möchte jetzt unbedingt hier vorbeischauen. Beim Nachtmarturm. Gruselig. Auf geht's! Hier riecht was gut. An diesem Ort stehen einem echt die Haare zu Berge. Selbst die Decke sieht aus, als würde sie einem gleich anspringen. Hast du etwa Angst? Was? Angst? Ich lebe, lebe! Yep, ich habe panische Angst. Immer bist du ehrlich. Hätten wir ganz schnell Prinzessin Luigi und dann bloß weg hier. Ob das so einfach geht? Ich bezweifle es ja. Meine armen Beine. Da kommt, da rennt noch mehr! Oh! Wahrscheinlich geht's oben weiter, das will ich nach rechts. Ist jetzt so kalt, Ferdinand? Freddy mag Danny. Aber Mike findet Danny ebenfalls toll. Oh nein, jetzt schreien die sich wieder unnötig. Ist irgendwas? Nö. Nein, das ist super. Ach man, was ist denn da los? Es geht doch nichts über einen kleinen Sprint. Ja. Oh, oh, ich bin vom Feld gefallen. Denn und wir werden attackiert von Blitzwolken und einem Quälgeist. Seht schon, ich habe richtig viele Gesichter mittlerweile gerettet. Ich will wissen, was Explosionen macht. Ich spare mir das aber auf, wenn da ganz viele Gegner sind. Wie so ganz viele Slimes oder sowas. Ich habe das Gefühl, das werden dann vielleicht kiesten. Wir werden noch heute das 200er Upgrade bekommen. Und das wird nice. Bam, badabam, badabam, badabam. Und da ist schon ein Gasthaus. Das ging ja sehr, sehr schnell. Da kann ich es eigentlich auch drin lassen, oder? Level up mit Freddy und dem Pferd. Schön. Sonst nichts? Okay. Dann futtern wir ein bisschen. Nam, 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 nam. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Du, 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 du. Du bist sowieso der Einzige, der es mag, deshalb darfst du es gerne haben. Ich bin der Einzige, der das hier mag und ich kann auch mal ein bisschen HP gebrauchen, warum nicht? Und das hier auch nochmal. War auch lecker. Und den Mäusesnack hat sowieso noch niemand probiert. Und das ist eigentlich ziemlich egal, wer es bekommt. Solange es jeder am Ende probiert hat. Bist satt, aber ich nicht. Und ich mochte es auch. Okay. Um was zu kaufen? Nö. Weiter geht's. Let's go. Ja, es kann fix gehen. Es kann fix weitergehen. MP durch Nahrung um den Wert 10 oder mehr gesteigert. Oh, okay. Cool. Habe ich nicht gemerkt. Aber cool. Danke. Was haben wir denn hier für einen Bonus? Vielleicht so eine Truhe irgendwo hinter den Wänden. Mal schauen. Ich bin so schnell wie der Wind. Freddy mag Danny, aber Mike auch. Schon wieder das gleiche. Nein! Hört auf euch zu streiten! Na, jetzt streiten sich Mike und Freddy. Warum? Es macht doch keinen Sinn, sich zu streiten hier. Was ist los mit euch? Oh lol, man kann entweder nach oben oder weiter geradeaus. Das ist ein cooles Detail. Man kann ja nicht einfach hier an so einem geraden Weg irgendwie schräg runter. Oh, genau sowas meinte ich. So viele Slimes. Da will ich erstmal meine Explosion ausprobieren. Ja, alles trifft das. Neue Technik! Explosion! Pff, alle auf einmal tot. Nicht übel, oder was? Schön die 200er Marke erreicht. Essen gestern, Mann und Mann. Ich mache übrigens immer die Truhen auf. Ich lasse sie nicht liegen. Ich mache sie auf.
Egal, ob da auch Gegner sein, drin sein könnten. Bitte keine Kämpfe mehr. Genau, wenn man sowas sagt, kommt auch wieder was. Mensch, Freddy, hast du nicht dazugelernt? Auch wieder so viele Gegner. Wow. Oh, Schnauben. Gegen alle. Erster Beistand. Schnauben. Oh lol, einfach so Feuer. Ey, ich würde mal sagen, jetzt wo Ferdinand Feuer speien kann, müsste sich Ferdinand so langsam mal äußerlich ändern. Habe ich recht, Freunde? Ich glaube, die nächsten paar Parts werde ich mal Ferdinand ändern. Aber ich will erstmal, dass es auch bei den anderen Leuten Feuer speien kann. Du hast jetzt 200 Leute gerettet. Die Macht des Host. HP-Streuer vergrößert. Statt 35, satte 40. MP-Streuer vergrößert. Statt 15, satte 20. Ho, 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 mach weiter so. Bei 250 kriegst du noch ein Upgrade. La. Das können wir uns auch rächen. Schön. Du, was geht denn da ab? Ach so, das haben wir schon. Das kennen wir. Dun, 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 dun. Und die Nähe wächst. Bekannte ankuscheln. Schön. Schön, schön. Was aber nicht so schön ist, dass ihr beide streitet. Das will ich nicht. Ich level mich eigentlich mit dem Pferd. 7. 5, 5, 4, 7. Denn die muss auf jeden Fall. Ich habe halt nichts, wo ich helfen kann. Und die wollen auch alle nichts mehr kaufen. Also das heißt, ich glaube, in nächster Zeit gibt es nichts mehr, was man hier im Hotel machen kann. Einen soll sie nicht streiten. Hä? Gibt's nichts? Einfach nur so ein Bonusort oder was? Okay. Hier gab es noch einen Wanderweg nach unten. Ja. Komm, den schneide jetzt auch nochmal kurz rein. Jetzt ist mir jetzt auch egal, komm. Haben wir die beiden Levels auch nochmal hier in der Folge. Sollen jetzt keine Gegner kommen. Zack, wir können direkt nach unten schauen, was es hier unten gibt. Wahrscheinlich eine Truhe. Ich vermute mal eine Truhe. Na, auf jeden Fall nach diesem Gegner hier. Ja, komm, die sind doch sowieso schnell weg. Dann machen wir einmal boom, 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 boom. Und dann sind sie alle tot. Bam! Alle auf alle 30 oder so. So OP. Okay. Vor allem so viele Gesichter werden dann gerettet dadurch. Das ist krank. Einfach nur krank. Oh. Oh, 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 oh. Ne, hier gibt es noch mehr Wege. Alles klar. Ja, dann schneide ich das doch raus. Aber erstmal eine Truhe. Eine riesige. Die bleibe ich, lasse ich immer drin. Eine Eisenrüstung. Mike hat eine Eisenrüstung erhalten. Wow. Cool. Erster Ärger. Wütend. Oh oh. Für den Beinchen gestellt. Und jetzt ist Mike wütend. Das wohl was verändert, weiß ich nicht. Macht Mike da jetzt sowas? Ja doch. Kocht vor Wut. Will für Maike angeben. Okay. Weiß jetzt nicht, was das jetzt gebracht hat, beziehungsweise geändert hat. Aber okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch den normalen Weg nach oben lang. Und dann gucken wir uns das Level noch an. Ja, und Danny kriegt Level 5 mit dem Pferd. Schön. Erster Ärger abgelenkt. Oh, lässt die Deckung fallen. Oh, das ist nicht so gut. Oh no. Erster Ärger mürrisch. Menno! Könnt ihr euch mal aufhören, hier zu streiten? Ist nicht schön. Das ist ein Blick, Alter, dieser Mörderblick. Wir würden uns gleich alle jumpscaren. Ich sehe es schon. Gerade 3 Spielscheine erhalten. Ja, ich glaube, ab hier höre ich auch mit den Karten auf.
Hier ist wieder so ein Kampf. Dann mache ich einmal Explosion und dann ist er auch schon Geschichte. Zack, das war's. Cooler Kampf. Ich meine, geschenkte Gesichter für mich. Und alle erreichen Level 10. Wirbelwind gelernt. Tanz wie der Wind und schlitze dabei Gegner in kleine Würfel. Okay. Interessant. So, hier müsste das Ende sein. Genau. Schön. Gucken wir uns noch den oberen Ort an und dann... Du hast Level 10 mit der Klasse Krieger erreicht. Du hast 10 mit dem Magier, 10 mit dem Dieb und 10 mit dem Koch. Ja. Gutes Level fürs Ende hier. Würde ich mal sagen. Willst du das haben? Eine Holzuniform. Warum willst du eine Holzuniform? Nein! Also, ja, du kriegst sie jetzt, aber... Nein, du ziehst sie nicht an. Nö. Bist keine Holzfigur, bist kein Pinocchio. Eine Wolkluft. Als ob ich so kalt wäre. Okay. Ja, komm, wir können noch mal eine Runde Roulette machen, bevor wir weiterziehen. Ein Gorilla-Shake-Sternchen. Dreimal. Okay. Komm, lass uns weitermachen. Wir essen später. Nächste Folge oder so. Mal gucken. Du hast 30 verschiedene Nahrungsmittel erhalten. Cool, I guess. Was bringen die überhaupt, die Medaille? Nichts, oder? Okay, jetzt hier hoch. Oh, das geht ziemlich weit nach oben, der Turm. Na gut, was habe ich erwartet? Schön, dass wir dann nochmal ein bisschen aufstrecken. Und dann ist es nicht das Finale, aber das Finale vom ersten Gebiet, sage ich mal. So viel weiß ich. Magie-Kobold mit Brillen. Neue Technik! Wirbelwind! Oh, das sieht richtig cool aus. Nice! Ich explodiere mal hier. Boom! Nice. Kämpfe werden mittlerweile viel zu einfach mit meiner Fähigkeit. Es gibt nichts als einen kleinen Sprint. Mann, es gibt so viele Wege hier. Ich muss alles so lange neu machen und mehrmals machen. Hab ich irgendwas im Gesicht oder so? Ja. Da war ein Fußlauf in der Schulter, der mich schon die ganze Zeit genervt hat. Oh, danke. Okay. Ja gut, aber kann ich auch verstehen. Ich habe ein Loch im Schuh. Soll ich den Kopf hängen lassen? Uah! Da will uns doch jemand stürzen. Ja, ich glaube, ich werde auf jeden Fall ein bisschen offscreen leveln. Oh, neue Technik. Ausweichkünstler. Hab. Cool. Ja, ich beende das mal. Der braucht schon Kämpfe. Puh. Oh, sie überleben das. Sie überleben das. Minopa! Reiß dich zusammen! Oh! Oh, sie hat ihn geschlagen. Jetzt mögen sie sich wieder. Wie schön. Maike wurde verziehen. Oh, aber nicht andersrum. Nicht andersrum. Maike ist immer noch sauer auf Freddy. Oh no. Mann, das müssen wir ändern. Das mache ich dann offscreen. Oder es passiert noch hier in der Folge. Alles klar, Freddy wurde nun auch verziehen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich da ein bisschen gelevelt habe. Und ich zeige euch am Ende der nächsten Folge, was daraus bei entstanden ist. Bis dann!